Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zum, ich weiß gar nicht, zu wievielten Session. Session 4, 5, 6, 4, 3, egal. 6. Zum Resident Evil. Mein Name ist Connors und neben mir sitzt wieder Maxilium. Ist jetzt, ja. Ich wollte gerade sagen, wie tun so, als wissen wir jetzt, was wir machen? Wir haben jetzt, glaube ich, wirklich, sonst haben wir so jedes Wochenende gezockt, deswegen sind jetzt auch echt mal ein paar Folgen nicht gekommen. Kleine Entschuldigung in der Richtung, aber es war ein wenig viel privat bei mir zu tun. Und auch auf der Arbeit war halt so ein bisschen der Busch am Brennen. Und wir haben es beide nicht geschafft, zusammen, also gleichzeitig Zeit zu finden, um aufzunehmen. Deswegen haben sich diese ganzen Folgen halt verzögert. Und deswegen ist auch The Long Dark nicht gekommen, weil ich so ein Symmetriemensch bin. Ich kann nicht The Long Dark hochladen, wenn davor nicht die Folge von Resident Evil ist, weil es ja immer abwechselnd und dann ist mein Symmetriegefühl gestört und dann kann ich es nicht hochladen. Alter, damit solltest du definitiv zum Arzt gehen. Was mache ich? Wenn ich den Leuten jetzt sage, dass ich irgendwie 10 Folgen The Long Dark auf der Platte habe, aber ich die nicht hochgeladen habe, weil die Folge Resident Evil zwischendurch fehlte, ja, ist halt immer bei dem Downloads im Videomanager abwechselnd The Long Dark. Resident Evil, The Long Dark, Resident Evil. Aber wir haben echtes. Auch so ein Symmetrie-Nazi. Wir haben echtes Problem, wenn ich jetzt zum Beispiel Resident Evil vorbei ist, kann ich The Long Dark nicht mehr weiterspielen. Oh, hat keiner gehört. Dass hier irgendwelche x-beliebigen Getränkedosen durch die Gegend geworfen werden. Ja, dann haben wir das Let's Play von The Long Dark abgebrochen, schätze ich, ne? Oder wir fangen neu an mit Resident Evil. Ja, genau. Ich bin schon mal im Kreis gelaufen, das klappt schon mal gut. Das Survival Open World Sandbox Game Resident Evil. Ja. Okay, man merkt, dass ich. Okay, lass uns mal ganz kurz Revue passieren, wo wir eigentlich sind, was wir machen wollen. Also ich glaube, das letzte, was wir gemacht haben, war das mit dem Sarg, den haben wir uns geholt. Wir können auf der Map gucken am besten. Und was wir noch gemacht haben, woran ich mich auf jeden Fall erinnere, ist, dass wir das Rätsel hier gemacht haben mit den. Vorher war das, glaube ich, das Rätsel mit den Gemälden, mit den Raben. Die netten. Die Kette, dem Edelstein. Ich dachte gerade ein Gemälde von einem Raben. Ich war gerade ein bisschen. Da habe ich übrigens einen netten Hinweis an dieser Stelle. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig mir gemerkt. Ich habe es versucht, aber bei Namen bin ich echt schlimm. Ich sollte mir sowas wirklich, wirklich aufschreiben. Ich glaube, die netten Pausenclowns waren es, die uns darauf hingewiesen haben, dass wenn man das, oder war das Fox Commander 30? Einer von beiden auf jeden Fall. Wir haben Feedback von beiden bekommen. Also schöne Grüße hier an den Fox Commander 30 und an die Pausenclowns. Und zwar ist es so, dass hätten wir dieses Rätsel, also ich habe ja irgendwie von Anfang an geschossen, hätten wir nicht sofort geschossen, von Anfang an, wären die Raben auf der Leitung sitzen geblieben. Und wenn wir dann alles in der richtigen Reihenfolge gemacht hätten, hätten wir nicht einen Raben erschießen müssen. Oh. Also so wurde es auf jeden Fall gesagt. Und da ich da in meine Abonnenten völligstes Vertrauen habe. Alle beide, ja. Alle beide. Ich will ja auch Kommentare lesen, aber ich. Wow. Nun, ich würde das Messer auswählen und. Warte, bis er aufsteht und hau mir eine. Scheiß. Warte, nicht mehr schießen, der. Was soll ich da machen? Wollte doch auslaufen gerade. Ach, Arsch. Kommt der denn jetzt schon wieder her? Ja. Stand hier so rum. In diesen Raum zu gehen, guck mal auf die Map bitte. In den Raum zu gehen war völlig sinnlos, weil er grün ist. Aber da war ein Zombie in dein Gesicht, Rotflinte. Wir wollten uns doch eigentlich erst nachdenken und dann zocken, ne? Oder wollen wir erstmal rumballern, bis wir nichts mehr haben und dann denken, oh, wir haben keine Munition mehr. Jetzt müssen wir anfangen zu denken. Das haben wir so lange in Battlefield geübt. Das muss doch hier auch klappen, oder? Ich muss zugeben, ich spiele derzeit wieder zwischendurch mal Battlefield 3. Und, ich auch. Gerade auf welcher Map, welche wieder unterwegs war? Darmwand Peak. Darmwand, die gute Darmwand. Oh. Da hier den, Hier war doch der Gürtel, oder? Hier war der Gürtel, genau. Den haben wir auch erledigt, mehr oder weniger. Der
jetzt weggelaufen zu sein. Eigentlich haben wir relativ viel gemacht in der letzten Session, ne? Wir haben das mit Muss auch gerade erstmal die ganzen Räume sagen, wenn ich jetzt muss einmal durchgehen. Also, guck da auf die Map, dann erzähl ich's dir. Ja, als wüsstest du noch. Ja, weiß ich noch. Definitiv. Definitiv. Da oben in das Rote, da können wir noch rein. Das ist dieser Gang, wenn wir diese Wendeltreppe da hochgehen. Der äußere Gang, wo dieses Kraut stand, wo wir nicht weitergekommen sind, ist die Frage. Dazu brauchen wir einen anderen Typ von Schlüssel. Haben wir schon einen anderen Typ von Schlüssel? Also während des Let's Playen empfehle ich euch auf jeden Fall Energy Drinks mit viel, viel Kohlensäure. Das macht einen richtig sympathisch. Warum rülpset und furzet ihr nicht? Hat es euch nicht geschmecket? Geschmeckt? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Obwohl, ich bin als erstes ans Energy-Trinken rangekommen, also ich mache das jetzt echt selten, aber ans Energy-Trinken rangekommen auf einer Party halt als Wodka. Wodka-Energy. Genau. Ich auch. Aber das ist so mies. Die fliegen ja hier schon. Keine Ahnung. Jägermeister und fliegendes Herz auf jeden Fall. Also die ersten zwei Male, als ich das hatte, war es bei mir so, ich habe irgendwie, also ich trinke jetzt wegen aus sportlichen Gründen fast gar nicht mehr. Also wirklich vielleicht zwei, drei Ausnahmen. Ansonsten muss ich sagen, bin ich ziemlich langweilig und verzichte drauf. Bist ja schon früh vergreist. Du läufst ja noch schon am Stock. Quasi. Ja, genau. Den Raum meinte ich, aber ist halt Helmsymbol. Das haben wir noch nicht. Was wollte ich jetzt erzählen? Keine Ahnung. Du machst Sport. Ach, genau. Wegen dem nicht mehr trinken. Und naja, auf jeden Fall diese Energy Drinks. Da war es halt bei mir irgendwie so, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, aber ich bin irgendwie um 5 Uhr tot ins Bett gefallen, weil ich total fertig war. Und um 6 Uhr bin ich mit Herzrasen aufgewacht. Hab mich mega scheiße gefühlt, hab mich bis zum Nachmittag hingeschleppt, bis der scheiß Energy nachgelassen hat und dann bin ich wieder tot ins Bett gefallen. Das kann nicht gesund sein. Das kann nicht gesund sein. Ich kann noch nicht pennen, ich werde aber trotzdem müde. Genau, du kannst bloß nicht schlafen. Das ist bei dieser Mathe-Geschichte ein bisschen besser. Stimmt, ne? Habe ich dich dran geführt, ne? In die Biomate, ne? In die gute Bio-Biomate, wie heißt die? Bio-Mio. Keine Werbung, Mate. Normaler Mate-Tee als Erfrischung. Das ist natürlich. Man merkt, dass du der jüngere Bruder bist. Was? Der vernünftige. Der Erwachsene. Bart anguckt, eher verwachsen. Das war fast lustig, war von mir nicht zu erwarten, das war überraschend. Ah, geil. Das Lustigste an dir ist eine Lache. Nee, aber jetzt mal Butter bei die Störche. Wo müssen wir lang? Da oben also da rechts, das können wir nicht, weil Helmsymbol. Ich gebe ja mal ganz kurz den Mauszeiger. Da ist er ja. Rechts geht nicht, da waren ja, wir das Arsch. War ja gerade. Da können wir noch. Und da können wir noch. Ach, was wir letztes Mal machen wollten, war, glaube ich, geh mal in die andere Abteilung, wollte ich gerade sagen. Geh mal runter zu Herrin- und Kindermode. Okay. Kannst auch umschalten, die Map, ohne runter zu gehen, ne? Du hast gesagt, geh mal runter, nicht schalt mal um. Ich hab dir jetzt vertraut. Mein Fehler. Hi, oben. Waren wir jetzt, warte, ich zeige euch das mal, wo ich mit meinem Finger zeige ich gerade hier hin. By the way, wollt ihr eigentlich eine Facecam von unseren hässlichen Fratzen sehen? Dann schreibt das mal in die Kommentare. Dann überlege ich mir mal, ob ich das mache oder ob ich das ignoriere. Also auf jeden Fall... Hast du das letzte Mal schon gesagt? Mit der Facecam haben wir das nicht gefragt. Ja, wir müssen jetzt erstmal warten. Moment. Wir müssen jetzt erstmal warten, bis irgendjemand unsere Videos guckt, damit wir eine Antwort haben. Halt, ich war gerade am Zeigen. Mach die Map wieder auf. Wie langweilig. Wir müssen hier oben vielleicht noch lang. Da war ein Hund. Warte. Das ist unsere Munition. Ja, super. Weißt du, wieso wir da damals nicht hingegangen sind? Weil wir keine Munition mehr hatten. Jetzt hatten wir drei. Jetzt hast du in diesem Raum, in dem wir nie wieder hin müssen, nie wieder unsere letzte Munition verballert. Man könnte jetzt lernen, aber ich würde doch weitermachen. Ich töte euch alle. Warte, uns wurde gesagt, wir sollen die Maus aus dem Bild nehmen. Das ist irritiert. Ich gebe zu, das war echt dumm. Aber ich glaube, das ist die erste Folge. Ah, egal. Bei uns wird nichts geschnitten, es kommt alles rein. Naja, nicht alles. Weißt du noch, die eine Aufnahme? Ja, okay.
Wollte ich noch was drin basteln? Ach, und das mit dem Klavier haben wir. Nee, das war vorher mit dem Klavier. Nee, das ist aber auch gemacht mit der Folge. Pflanze, Strom, what? Da war doch, war das gar kein Strom? Nee, das war so einfach aufgeladen, Wasser. Da liegt doch schon wieder einer. Wenn du den nicht abgefackelt hast, dann metzelt der dich gleich wieder. Der auch. Zum Nachhinein finden. So, wir zocken das. Ich mich aber erschrocken. Ja. Das ist ja wirklich scheiße, ne? Wenn du eine Aufnahme machst, du hast irgendwie, spielst ein blindes LP, fängst das erste Mal an, das zu zocken und dann stürzt irgendwas ab und es passieren so tausend geile Sachen. Und dann musst du, also spielst es quasi zum ersten Mal, zum zweiten Mal, zum ersten Mal. Das ist so eine Kacke, ist doch. Hast du einen Raum und da blaut die von den Süßen? Ja, das ist der mit dem Möwen. Wüsste nicht was. Hier ist unten so eine Tür. Ist denn der Tür? Die Keller, da sind diese sechseckigen Dinger. Hier? Nee, die unter der Treppe. Ja, das ist klar, da können wir noch nicht, weil wir sind im Keller. Ja. Also wir müssen jetzt einfach. Was haben wir denn? Sonst lass uns doch mal was zu gucken, was für Gegenstände haben, was für Rätsel wir noch offen haben. Viele Rätsel, keine Gegenstände. Doch. Wir haben noch die Gegenstände, klar. Wir haben noch das, dieses komische Cover da. Dieses, oder hatten wir das schon zum Gebaut irgendwie gehabt? Dieses Holz-Passepartout. Dann haben wir noch diesen Edelstein. Diesen blauen Edelstein, den wir ganz am Anfang besorgt haben. Wo ist der Statue da? Ich geh mal hier drauf. Das ist so berechnet. Wenn du noch ein bisschen leiser sprichst. Ja, ich krieg das hin mit dem leiser sprechen. Dein Arm ist hier auch irgendwie im Weg, als dass ich da jetzt irgendwie gut hinkomme. War auch gerade mehr am Überlegen, als dass ich wirklich am Sprechen war. Wir wollten da oben hin, das heißt, wir müssten von unten. Kamera wechseln. Aber ich will mich nicht beschweren. Jetzt mit Gamepad ist echt immer noch 100-mal angenehmer als mit Maus und Tastatur. Ohne Spaß, ne? Ja, stimmt. Also mit Maus und Tastatur hatte man beim Spiel keinen Spaß. Pass auf, hier war wieder so ein Bomb. Ja, ja. Aber guck. Ich habe mich jetzt nicht erschrocken. Der dich jetzt auseinandergeflext, ne? Irgendwie durch so einen Bug doch noch zu packen bekommen und zerflext, ne? Ah. Warum zocken wir eigentlich? Das ist der geilste Tag der Woche. Es ist draußen irgendwie 20 Grad, mega warm. Und wir sitzen hier im Kabuff und zocken. Ja, gutes Wetter. Hey, endlich in kurzer Hose zocken. Und dann letztes Mal schon gesagt, dass du beim Zocken in der Hose hast. Guckst du auch zwischendurch mal auf die Map oder laufen jetzt so drei vor? Ich habe das die ganze Zeit auf die Map geguckt. Habe ich ja die ganze Zeit gemacht. Und dabei bin ich gar nicht gelaufen. Das war das größere Problem. Ich laufe jetzt zu dem blinden Hund. Oder rechts nochmal gucken, was können wir da einsetzen? Was könnten wir denn da einsetzen? Das ist Spencer-Waffe. Ja, aber vielleicht. Teil. Kann man da vielleicht irgendwie. Was sagt ihr noch weiter? Eingraviert und was noch? Nix. Kann man da vielleicht irgendwas von unseren Gegenständen irgendwie. Ja, was willst du denn? Das Wappen des Spencers ist den Türgriff eingraviert. Wahrscheinlich so als Inlay. Wahrscheinlich musst du so einen Ring oder so einen Siegelring da reindrücken. Haben wir denn irgendwas, was das Wappen des Spencers? Nee. Der Edelstein hat damit nichts am Hut, ne? Nee. Ich glaube, der Edelstein hat vielleicht was am Hut mit diesem. Ich will da
durchgehen. Vielleicht sollten wir den. Geht nicht. Doch, aber ich denke, es werden Dinge passieren. Und wenn du dann sprechen bist. Okay. Soll ich durchgehen oder willst du erst werden erzählen? Nö, sowieso schon wieder vergessen. Gott segne Demenz. Natürlich nicht, aber. Jeden Tag neue Freunde. No. Böser Hund. Böser Pfiffi. Ja, das Gute ist, wenn wir sterben. Was haben wir aus dem Sarg bekommen? Was haben wir aus dem Sarg bekommen? Was haben wir aus dem Sarg bekommen? Haben wir dann irgendwas bekommen? Da steht da irgendwas mit Sarg. Da stand irgendwas mit Sarg. Haben wir das jetzt gelesen oder bist du nur hingelaufen? Der Schänder des Sarges. Genau, der Schänder des Sarges. Die Tür ist verschlossen. Und wir haben den Sarg geschändet, würde ich sagen, oder? Da haben wir doch irgendwas rausbekommen. Lass mal in die Kiste gucken. Na klar. Böser Hund. Aus. Kitty. Kannst du nicht alle verpassen? Nein, kein Frohlich mehr für dich, ohne Scheiß. Böser Hund. Wie oft der schon an deinem Arm genagt hat. Ja, aber der tut nichts, der will nur spielen. So ein paar Kräuter und alles ist irgendwie. Aber hier kommen doch von der anderen Seite durch die Tür. Also durch die andere Tür, da neben dem Stuhl. Und dann bist du doch bei der Kiste. Warum man nicht einfach eine Tür zwischen die Tür stellt, einen Stuhl zwischen die Tür stellt. Eine Tür zwischen den Stuhl stellt. Hilde nie. Ich überlege echt, ob wir uns nun ja dem uns zum Fraß vorwerfen. Ach so, wegen Lorden. Lorden. Aber ich finde, wir haben so viel geschafft. Wir haben so viel geschafft in der Zwischenzeit. Rausschneiden. Jetzt wir speichern wir echt irgendwie. Ehrenlos. Ja. Das wird ja keiner machen, der das so spielt. Stein- und Metallobjekt, da. Das dort, das muss da reindrücken in zwei Dingen. Und das Holzpasspartout haben wir noch. Was Kraut. Da Kraut, haben wir unten irgendwie so komisches Kraut. Tu mal so, als wenn du stirbst und lade. Das Spiel ist abgestürzt. Oh mein Gott! Vollprofis bei der Arbeit. Gibt's eigentlich. Ich habe das ehrlich gesagt noch bei keinem Let's Player gesehen, dass sie so schlecht waren, dass sie gesagt haben: Oh, das war so schäbig, ich bin ein bisschen hart. Ich will das rausschneiden. Auf welchem Schwierigkeitsgrad spielen wir hart eigentlich? Extrem hart. Ja. Mittel oder einfach? Normal. Also sind, wirkt das wie extrem schwer. Das Ding ist auch, wir zocken es nicht am Stück, ne? Alle zwei Wochen. Normalerweise ist so ein Spiel ja so aufgebaut, dass der Schwierigkeitsgrad während des Zockens halt steigt, weil du dich an dein Equipment etc. pp. Gewöhnst. Und du hast doch da oben den Spray. Ja, aber wir sind aber auch schon wieder warm. Ja, nimm doch. Ja, nimm dir Kraut. Zieh hier nicht so rum. Kraut. Du kannst ja nicht durch die Scheißtür da, ne? Das ist so Banane. Die kann ja auch nicht eintreten, so. Die ist halt nur als Tür. Wo du lang musst, weißt du? Klar. Ich habe immer noch keinen Plan. Doch, jetzt wie. Ja, man muss erst so ein paar Minuten spielen. Bei mir hilft es überhaupt nicht, auf die Karte zu gucken. Ich muss einfach laufen. Das ist eintreten. Dann kommt es, ja, kommt es eher. Genau. Aber mit den drei. Völlig falsche Richtung. Aber mit den drei Schuss müsstest du da eigentlich das Vieh da. Ja, den ignoriere ich. Blöde Kaktüre. Ja, wäre natürlich noch besser. Dann hast du theoretisch, wenn das die Tür sozusagen freischaltet, wenn du das Teil da reindrückst. Kann ja auch nicht mal. Aber überleg mal, wie viel Munition du brauchen würdest jetzt noch. Da ist noch der eine Zombie hier drin. Dann ist noch der Zombie in dem Raum, wo du drin warst. Dann ist noch der Hund da. Und theoretisch die da unten, die stehen ja auch noch wieder auf. Also da, wo der auch. Wir müssen jetzt Munition sparen, geht nicht anders. Ja, aber wie? Dass du einfach an den Zombies vorbeiläufst. Boah, das bin ich aus keinem. Also früher war das in diesen Survival-Spielen ja wohl so ein bisschen gängiger, aber ich bin das nicht mehr gewohnt. Also du bist eigentlich nur noch gewohnt, alles abzuschlachten. Ja. Oder mit Beleidigungsfechten. Wie eine Kuh. Kennst du ja gar nicht, ne? Ich nicht kennen.
Man muss echt nochmal Mongolia tätowieren. Das wird dein Leben verändern, glaub mir. Ich habe auch mal Monkey Island gesagt, weil Affe ist Monkey. Mhm. Aber ich habe, darf man ja sagen, ich habe das bei, ich habe es jetzt nicht selber gespielt, ich habe das bei Kronk praktisch, habe mir das alles reingezogen. Und man muss auch und mal sagt, diese Nischen-Let's Play unterstützen. Ja, ja. No names. Musst du das Inventarien und dann machen? Nein, nein, das letzte Mal bei den komischen, das habe ich jetzt ganz bewusst gemacht. Weil bei diesen Steingesichtern konnte ich die Masken nicht aufsetzen, bevor ich die Steindinger nicht erstmal einmal angeguckt habe, die Statuen. Aha. Das habe ich das jetzt ganz bewusst. Aber das ist der total der mega höfliche Hund, weil während man beschäftigt ist, wartet er. Wartet er. Sitz. Ja. Ah. Yeah, baby. Yeah, baby, yeah. Wollen wir es mitnehmen? Lohnt sich das? Nee. Nimm mit jetzt. Du sollst es dann nehmen. Hä? Nimm einfach. Druck. Druck, Junge, Druck. Druckst du? Gehst du irgendwo runter? Ja. Ach so. Tada. Muss ich erstmal. Vielleicht sollte. Oh, oh, da ist noch Grenade. Nicht ganz rein. Was steht da? Werkzeugkasten? Mhm. Vielleicht brauchen wir noch für irgendwas Werkzeug, können wir das dann da rausnehmen, weil der leuchtet nicht, oder? Aber vielleicht später, ja, dass er vielleicht irgendwann sagt, ja, hier, ich brauche Werkzeug und dann müssen wir dahin. Aber eigentlich kann man alle schon vorher mitnehmen, ne? Ja, er weiß vorher, dass er das später eventuell gebrauchen wird. Das ist interessant. Wie bei dem Adventure. Du musst mal, was wäre denn wirklich? Hab ich auch gerade gedacht und dann dachte ich so, ja, kannst du nicht im Let's Play sagen. Ja. Könntest du vielleicht demnächst diese aufblinkenden Texte ein wenig länger dort stehen lassen, damit ich sie auch lesen kann? Ja, ich drück die mal weg, weil ich nicht lesen kann. Ich auch nicht, aber wir können so tun. Das nachträglich einfügen? Ja. Bumm, was war das? Die Tür.